Na gut, zwei Goblins kriegt mein Schildträger auch noch alleine hin. Sieht man ja, der macht... Die machen fast keinen Schaden mehr bei ihm. Aber der andere Schildträger kommt jetzt auch noch zur Hilfe. Der einzige, der wie immer zu spät kommt. Ist der Fernkämpfer. Ja, rufen wir erstmal die Soldaten hierher. Dann können wir immer noch weiter gucken. Oh. Buddelt ruhig eins tiefer. Während ich euch hier eine Leiter aufstelle. Oder zwei am besten. So. Der hängt irgendwie fest. Helfen wir ihm mal nach. Und wir können unser Militär verbessern. Sehr schön. Als nächstes wäre wahrscheinlich Scharfschützenausbildung interessant. Oh, ich habe ganz vergessen, Plattenpanzer auszuwählen. Schade. Ah, das kriegen wir auch noch hin. Die zwei Forschungspunkte haben wir schneller drin als die drei, die wir sonst benötigen würden. Und ich glaube, das sind wieder die Generatoren, die hier oben so komisch tun. Hier. Ja, der sieht ziemlich beeindruckend aus, der Blitzgenerator. So, hier kommen wir dann die Ebene weiter runter. Und man sieht schon, hier ist noch sehr viel zu erkunden. Aber es sind wenigstens größere Räume. Oh, was ist das? Goblin Hacker? Okay. Wir haben gerade den bösen Elite-Goblin gefunden. Wo portet der sich diesmal hin? Ah, nach da oben. So, mein Militär ist bereit für ihn. Latscht an ihm vorbei. Und er ist weg. Sehr schön. Du brauchst noch ein bisschen zum Ableveln. Ist aber auch halb so wild. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier neue Leitern. So. Und ich wollte eigentlich gerade sagen, das hier sieht nach Bedrock aus, aber es ist kein Bedrock. So, von hier aus können wir uns dann in die Räumlichkeiten reingraben. So, hier noch eine Leiter hin. Und so wie du aussiehst, bist du wahrscheinlich immer noch nicht Level 10, hä? Aber das Geräusch klingt eher so, als ob es von tiefer kommt. Nicht von meinen Generatoren. So. Zwei Goblins. Wieder mit genug Essen. Und die hätten jetzt dieses Mal Mauer. Stücke und ein bisschen Obsidian. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ja, so wie es
Wir können zwei upgraden. Ja, ihn hier könnten wir jetzt zu einem Scharfschützen upgraden. Dafür bräuchten wir allerdings wieder mehr Titan. So wie man den Grenadier später zum Musketier upgraden könnte mit Obsidian, oder? Ja, Obsidian. Und ja, ich glaube, ich werde einfach mal in meiner Basis hier oben die Kistenanzahl erhöhen. Einfach, damit wir mehr lagern können. Ich könnte zum Beispiel... Nein. Ich könnte hier so eine große Kiste bauen. Allerdings hatte ich ja schon mal ausgerechnet, die ist viel zu teuer. Also gibt es hier noch zwei von denen. Handwerkszwerg. So. Hoch zum Wohnraum. Jawohl, 200 bringt so eine Kiste. Und weil da hinten noch Platz ist, gucken wir einfach mal, wie viel so eine Kiste bringt. Nein, ich will das Ding verschieben. So, gucken wir mal, wie viel die Kiste jetzt bringt. Jetzt bin ich bei 1650. Jetzt bauen wir die Kiste auf. Okay, merken wir uns einfach die 1650. Währenddessen gebe ich mal hier das Gold in Auftrag auszubuddeln. So, der ist ausgeruht. Oh, wir können jetzt die Plattenpanzer freischalten. Ich hoffe mal, dass er ausgeruht ist. So, jetzt wie viel gibst du? Nach den Werten müsstest du 400 geben. Gibst du auch. Also rentieren sich die kleinen Kisten eher als die großen. Und man braucht auch für sie nicht so viel Platz. Ja. Gucken wir mal, wo es dahin geht. Weil jetzt sind wir wirklich nur noch am Ausbuddeln. Ich meine, mein Militär ist einigermaßen in Ordnung. Ah, du noch nicht. Okay, wir holen uns jetzt einfach mal, weil wir es können, einen Berserker. Während Überfälle feindliche Höhen sind Berserker, die ihre Verteidigung... Ja, da fehlt der halbe Text leider. Hallo, neue Goblin-Höhle. Was habt ihr denn Schönes für uns? Ist das Obsidian mit Stein gemischt? So sieht's nämlich aus. Und hier wäre Drachenblut. Ja, das Drachenblut, das nehme ich. So, wie sieht's bei unseren Steinen hier aus? Ich werde wahrscheinlich die Radieschen, also alles durch Radieschen ersetzen. Hier. Oh, wir haben sogar noch bessere Kürbisbeete. Hey, hey, hey. Wir haben noch bessere Sachen gekriegt. Nussbaum. Purpurpilz. Also ja, die Kürbisbeete, die klingen nicht schlecht. Werde ich die Karotten, die hier abgetragen werden gerade, durch Kürbisbeete ersetzen. Ich hoffe einfach mal, dass... Ja. Die kommen hier unten gut klar.
Wieder hoch. Nee, wieder hoch zum Prinz, bitte. So, bitte sammel die restlichen Karotten hier ab. Da setze ich die ganzen Karotten hier durch Kürbisse. Und dann haben wir eigentlich nie wieder ein Essensproblem. Außer uns geht der Stein natürlich aus. Ihr sollt vielleicht nicht alle durch Kürbisse ersetzen. Vielleicht sollte ich die beiden durch Radieschen und die beiden durch Kürbisse. So. Jetzt haben wir Nahrung. Bergarbeiter. Und wir haben schon fast wieder genug Punkte für. Und ich weiß, das Geräusch, das nervt mich genauso wie euch wahrscheinlich. So, wir haben jetzt genug. Drachenblut, um wenigstens einen unserer Zwerge zu Elite-Zwergen zu machen. So, grab das hier auch mal aus. Und wir könnten theoretisch hier einen Durchbruch machen. Obwohl, nee, der Durchbruch ist eine blöde Idee, weil sonst können sich die Gegner leichter verteilen. Das ist nicht so gut. Das Gold hätte ich allerdings noch gerne. Und das Gold hier drüben. Und jetzt will ich mal sehen, ob man sieht, wie viel das der Block hier bringt. Ob der wirklich Stein und Obsidian bringt. Er dauert schon mal ziemlich lang zum Abbauen. Aber er bringt nur Obsidian, also ist das. Achso, das wird wahrscheinlich die Art von. Da ist auf jeden Fall ein riesengroßer Raum. Seht ihr den hier? Das wird wahrscheinlich unser Ziel sein. Also werde ich nicht in den direkt reinbuddeln. Was ist das hier? Das ist Bedrock. Okay. Ne, wenn ich hier lang buddel, dann buddel ich direkt in den Raum rein. Also gut, buddeln wir hier runter. Dann kommen wir nämlich in den Raum hier rein. So, währenddessen gucken wir mal kurz nach Forschungen. Ermöglicht euren Gelehrten die Spezialisierung. Hey, ja, wir gehen mal in die Richtung, dass ich euch das auch mal zeigen kann, weil abgesehen von den Arbeiterzwergen können wir auch Gelehrte upgraden. So, du wirst jetzt mal ein Unsterblicher. Boom. Das ist die High-End-Zwergenstufe. Also die legendäre Kriegerzwergenstufe. Der Typ hier hat übelste Verteidigung, wie man sehen kann. Rüstungsmäßig und auch lebenspunktemäßig. Oh, noch so ein blöder Goblin. So. Aber er hat Essen und er hat einen Forschungstisch. Okay, meine Jungs sind zum Glück klug genug wegzurennen. Und ja, mein neuer Superheld basht den ganz alleine um. Seht ihr? Oh, da ist noch mehr Mauer. Werk. Von hier aus müssten wir noch eins runter. Dann kommen wir in den Raum. Und von dem Raum aus können wir in den Raum. Und dann können wir in den großen Raum rein.